Ja, liebe grüne Aktive, als erstes herzlichen Dank, dass ihr euch in euren Gremien und Kreisverbänden diesem wirklich komplizierten Arbeitsfeld Wohnungspolitik doch offenbar sehr intensiv gewidmet habt. Jedenfalls die Diskussionen, die ich mitbekommen habe und die lebhaften Anträge. Also das finde ich ganz toll. Herzlichen Dank, dass ihr das mitmacht. Das, was uns besonders wichtig ist, ist bezahlbares Wohnen. Und nicht nur Wohnen, sondern auch bezahlbares Gewerbe, bezahlbare Räume für Kultur und vieles andere, kreative Menschen. Das ist praktisch das wichtigste Fund, mit dem Berlin wuchern kann und sich als Metropole von vielen anderen, vor allem Hauptstädten und großen Städten der Welt und in Europa abgrenzt. Und das müssen wir, soweit es irgend geht, verteidigen und erhalten. Das ist die zentrale Aufgabe der jetzigen Zeit und dieser Jahre. Und ich will schon sagen, wir machen es nicht so einfach, wie momentan sowohl die Immobilienwirtschaft als auch der Senat, die so tun, als wäre das ein rein quantitatives Problem. Es ist richtig, die Bevölkerungszahlen nehmen zu. Wir haben allein in den letzten 3 bis 4 Jahren plus 175 Menschen als neue Berlinerinnen und Berliner hier, zusätzlich zu denen, die als Flüchtlinge noch gar nicht anerkannt sind, sondern in ganz unsicherem Status leben. Das heißt also, der quantitative Druck nimmt durchaus zu. Aber parallel dazu und schon vorher hat eine wirklich rasante Immobilienspekulation angefangen seit der Finanzmarktkrise und die verteuert völlig unabhängig von dem quantitativen Bedarf und zont das hoch und deswegen haben wir diese massiven Probleme der Verdrängung und der Verteuerung von Wohnungen für Wohnungssuchende und das ist eigentlich diese Flucht ins Betongold, das ist eigentlich das allergrößte Problem, was wir in Berlin haben. Und ich will noch hinweisen auf 2 Fehler, die dann durchaus politisch hausgemacht sind. Das eine ist der massive Verkauf von öffentlichen Wohnungen, der etwa 2004, 2005, 2006, 2006 stattgefunden haben. Meiner Meinung nach ungefähr 200.000 öffentliche Wohnungen, nicht nur von Berlin aus, sondern auch vom Bund. Und wir müssen zugeben, da sind wir auch ein Stück mitverantwortlich gewesen. Wir unter Rot-Grün auf Bundesebene und auch auf Landesebene haben wir uns mal für Verkäufe ausgesprochen. Da sollen wir auch ein Stück weit ehrlich gegenüber uns selbst sein. Und der andere große Fehler, den ich noch nennen will, ist, also Berlin hat die falscheste Wohnungsbauförderung gemacht, die man sich überhaupt nur denken kann. Von 1972 angefangen, etwas reduziert, als es damals Rot-Grün 1989-90 gab und ansonsten aber bis 1997. Und das war ein solch großer Fehler, den bezahlen wir noch heute. Den bezahlen auf der einen Seite die betroffenen Mieter und Mieterinnen und auf der anderen Seite wir alle über unsere Steuern. Und das ist ein riesiges Handicap und großes Paket, das wir noch auch die nächsten Jahre mit uns rumschleppen und wo wir gegen anarbeiten müssen. Jetzt aber wichtig ist, dass alle unsere Instrumente, wenn ihr euch das anguckt in unserem Antrag, die haben alle ein Ziel, bezahlbares Wohnen sichern, Mietenentwicklungen dämpfen und zwar für die breiten Schichten auf einer Seite und uns kümmern insbesondere um die besonders bedürftigen Schichten auf der anderen Seite. Das sind die sozialpolitischen Ziele und ich behaupte, da sind wir sozialer als die Regierung es ist. Und dann will ich nur noch kurz, weil Daniel das ja schon dargestellt hat. Ja, ich komme zum Schluss mit 2 Sätzen. Es geht uns aber nicht nur ums Quantitative und nicht nur ums Soziale, sondern es geht uns um die Verbindung mit Klimaschutz und mit einer guten, zukunftsfähigen Stadtentwicklung. Das ist ganz zentral und es geht uns darum, Bürgerbeteiligung, Nutzerbeteiligung, Selbsthilfe, neue zukunftsfähige Wohnformen auch zu integrieren und sie auch zu fördern. Wir wollen nicht nur hochpreisige Wohnungen versus praktisch sozialen Wohnungsbau, sondern wir wollen auch vielfältige Wohnformen, vielfältige Eigentumsformen, Genossenschaften, Wohngruppen, Projekte. Das gehört auch zur Zukunft Berlins, nicht nur stupiden Siedlungsbau. Applaus